Mit der einmaligen Anlage eines Falasch aber war es nicht getan. Vor allem der unterirdische Teil musste ständig kontrolliert und repariert werden. Wenn ein Stollen einstürzte, war ein ganzes Dorf von der Wasserversorgung abgeschnitten. Oder auch eine ganze Stadt, denn egal wie viele Menschen in einer Ortschaft lebten, in der Vergangenheit waren die meisten Omanis vom Falaschwasser abhängig. Solange das Wasser aus Ziehbrunnen und Falasch kam, wurden die Wasserressourcen nachhaltig genutzt. Verschwendung war unmöglich. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Ein Knopfdruck und die Motorpumpe eines Tiefbrunnens fördert in einer Stunde mehr Wasser aus dem Boden als ein Falasch am ganzen Tag. Rund 160.000 private Brunnen überall im Land zapfen heute Grundwasserreserven in bis zu 200 Metern Tiefe an. Dieser Raubbau an den Wasserressourcen hat in vielen Fällen dazu geführt, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist und viele Falaschkanäle ausgetrocknet sind. Von den 4000 omanischen Falaschsystemen funktioniert heute nur noch die Hälfte. Es ist unvermeidlich, dass der Wasserverbrauch einer modernen Gesellschaft mit ihrer vielfach gesteigerten Nachfrage sprunghaft ansteigt. Aber der Verbrauch darf die verfügbare Wassermenge nicht übertreffen. Wassermanagement ist also wichtiger als je zuvor. Nur, dass diese Aufgabe heute nicht mehr von der Dorfgemeinschaft, sondern von den Ingenieuren des Wasserministeriums übernommen wird. Seit Jahren schwärmen sie im ganzen Land aus, registrieren sämtliche Quellen, messen das Wasseraufkommen in den Falaschkanälen sowie den Grundwasserdurchfluss in den Wadis und verschaffen der Regierung so allmählich einen Überblick über die tatsächlich vorhandenen Wasservorräte Omans. Die gesammelten Daten erlauben, den Verbrauch auf das vorhandene Wasserangebot abzustimmen. Jeder neue Brunnen muss heute vom Wasserministerium genehmigt werden. Und in den meisten Fällen wird diese Genehmigung nicht mehr erteilt, damit es nicht zur Katastrophe kommt. Der sorglose Umgang mit Wasser in der Vergangenheit hat in der Küstenebene Batina zu großen Problemen geführt. Hier sind in den frühen 80er Jahren auf unfruchtbaren Sandböden riesige landwirtschaftliche Betriebe angelegt worden, die im großen Stil Obst und Gemüse zur Versorgung der Hauptstadt erzeugen. Für die Bewässerung der ausgedehnten Anbauflächen wird mehr Wasser abgepumpt, als der Boden hergibt. In einigen küstennahen Gebieten ist der Grundwasserspiegel so stark gefallen, dass salziges Meerwasser ins Grundwasser eingedrungen ist. Auf solchen versalzten Böden sterben selbst die Palmen ab. Um der Versalzungsgefahr entgegenzuwirken, setzen viele Farmer der Batina heute eine moderne, wassersparende Technik ein, die Tröpfchenbewässerung. Auf den Feldern werden in regelmäßigen Abständen Schläuche verlegt, die durch winzige Öffnungen eine bestimmte, genau berechnete Menge Wasser abgeben, ganz gezielt direkt an die Pflanze. Diese Technik kann den Wasserverbrauch einer Farm um 30% senken. Selbst beim Einsatz modernster Pumpen aber blieb bisher eine große Menge Wassers ungenutzt. Und zwar jene Fluten, die nach Regenfällen die Wadis füllen und ins Meer abfließen. Heute wird auch dieses Wasser genutzt. In jenen Wadis, die das meiste Wasser führen, hat die Regierung Rückhaltedämme bauen lassen, die das abfließende Wasser aufhalten, sodass es auf weiter Fläche versickern kann. Den Bewohnern der benachbarten Ortschaften steht dann ein zusätzlicher Grundwasservorrat zur Verfügung. Weil Wassermanagement für Oman von lebenswichtiger Bedeutung ist, wird alles getan, um die Bevölkerung für eine verantwortliche Wassernutzung zu gewinnen. Das Wasserministerium produziert eigene Fernsehfilme, die alle dieselbe Botschaft verkünden. Oman kann schlimmstenfalls ohne Öl auskommen, keinesfalls aber ohne Wasser. Allerdings, mit allen herkömmlichen Verfahren ließe sich niemals genug Wasser für die 600.000 Menschen in der Hauptstadt Maskat gewinnen. Deshalb bedient man sich hier einer neuen Technik,
der Meerwasserentsalzung. Im Gegensatz zu Grundwasser ist Meerwasser zwar tatsächlich unerschöpflich, die Süßwassergewinnung aus Salzwasser ist aber extrem teuer und nur so lange finanzierbar, wie die Ölquellen Omans nicht versiegen. Dennoch, durch diese Entsalzungsanlage ist die jahrtausendealte Abhängigkeit des Oman vom Grundwasser erstmals überwunden. Und die Omanis berauschen sich an den Bildern einer schönen Illusion, endlich Wasser im Überfluss.